Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hallöchen. Oh, ich freue mich so, endlich wieder für euch da sein zu können und auch wieder zu 100% im vollen Umfang für euch da sein zu können. Ihr habt es ja letzte Woche mitbekommen, mir ging es leider nicht so gut. Ich habe mir einen Nerv eingeklemmt und dadurch hatte ich über Tage lang Kopfschmerzen, weil die Wirbelsäule irgendwie war da irgendwas verschoben. Und so langsam wird es besser und ich bin froh, dass meine Kopfschmerzen nachgelassen haben und ich hatte auch so einen Film vor Augen, also praktisch wie die Aura, wenn ihr Migräne habt. Also ganz, ganz schlimm. Mir ging es wirklich überhaupt nicht gut und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss jetzt mal ein bisschen Abstand bekommen und auch mal mich wirklich komplett einfach mal nur ausruhen. Das habe ich auch gemacht, soweit es mir natürlich möglich war mit den Kiddies. Aber jetzt bin ich wieder fit und bin wieder für euch da. Und mir hat am Dienstag ganz, ganz doll das Live-Gehen mit euch gefehlt. Und ich freue mich, dass wir nächsten Dienstag wieder zusammen live sein werden, wenn ihr Lust dazu habt. Ich freue mich total darauf, auch die Neuen begrüßen zu dürfen. Es hat sich ja seit letzter Woche Sonntag so viel getan. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, wer in irgendeiner Art und Weise da Werbung gemacht hat, beziehungsweise ja, irgendetwas auf die Seite gestellt hat, weil es sind 150 neue Mitglieder gekommen. Ich bin total sprachlos und freue mich einfach nur ganz, ganz doll darüber und bedanke mich nochmal ganz herzlich für euer Vertrauen und freue mich, dass ihr das Vertrauen in mich habt und euch die Videos so viel bedeuten und auch ganz, ganz viele wirklich mit diesen Videos arbeiten. Das macht mich stolz und macht mich glücklich und ja, nächste Woche Freitag wird es kein Video geben, weil ich da in einer Talkshow bin. Allerdings übers Internet angebunden, weil es hier aktuell durch Corona nicht möglich ist. Ich werde euch dann sagen, wo ihr das sehen könnt, beziehungsweise ja, was Thema sein wird. Da werde ich euch noch Infos zukommen lassen. Ja, vorletzte Woche, als RTL dann da war, war es doch sehr, sehr anstrengend für mich. Ich merke auch immer wieder, dass das natürlich total zehrt. Und ja, es folgen aber noch weitere Sachen und ich bin so stolz darauf, dass ich euch damit zeigen kann, dass es einen Weg daraus gibt und dass ihr damit nicht alleine seid, dass es euch nicht alleine damit schlecht geht. Und vor allen Dingen möchte ich euch natürlich den Weg zeigen, dass ihr da rausfinden könnt und dass es euch irgendwann wieder gut gehen wird, so wie es mir auch heute wieder gut geht. Und das ist einfach das Allerschönste, dass ihr mich praktisch dazu ausgewählt habt, dass ich euch da auf diesem Weg begleiten darf. Ich möchte heute das Thema mal angehen, wie ihr wieder zu eurer inneren Stärke auch zurückfindet. Das ist ja so ein Thema, was ganz, ganz vielen immer so auf der Seele brennt, dass ihr die innere Stärke verloren habt und dass ihr euch nicht wiedererkennt, weil ganz, ganz viele von euch ja zuvor auch starke Persönlichkeiten waren. Ich möchte euch sagen, dass ihr das auch wieder werdet. Es dauert nur seine Zeit. Also es ist nicht so, dass ihr mal mit den Fingern schnipst und das kommt wieder. So ist es nicht. Also ihr müsst Geduld haben. Ihr wisst, Geduld ist auch nicht meine Stärke. Die war es nie und wird es auch nie werden. Aber ich musste es auch lernen und das kann man tatsächlich lernen. Und ihr dürft nicht vergessen, dass diese Folgen von diesem Missbrauch, von dieser verbalen Misshandlung einfach so tief in euch drin stecken, dass tief verankert in euch ist und das ist ja schleichend gekommen und kann nicht ad hoc einfach wieder verschwinden. Und ich möchte euch heute mal auf ein Thema ansprechen, wo ich sehr, sehr vorsichtig mit bin, aber ich denke, dass es dennoch ein Thema ist. Und zwar ist es auch das Thema Suizid, ja. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, beziehungsweise ich glaube, ein Großteil von uns, die in dieser Situation irgendwann mal oder auch öfter Suizidgedanken bekommen. Also ich hatte das tatsächlich auch. Ich werde niemals vergessen, wie ich in einer Situation war, wo ich so nicht mehr konnte und dieses nicht mehr aushalten wollte, dass ich mit meinem ehemaligen Narzissten im Auto gefahren bin und die Autotür aufgerissen habe, während meine Kinder auch im Auto waren und einfach nur noch rausspringen wollte, ja. Ich wollte mich abschnallen, ich wollte wirklich bei der Autobahn
rausspringen. Er ist dann irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, er ist dann irgendwie an den Seitenstreifen gefahren oder auf den Parkplatz und ich bin dann raus und bin in die Pfütze gefallen. Ich war klatschnass. Also es waren wirklich Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann das nicht mehr aushalten. Heute ist das für mich unbegreiflich, weil ich weiß, dass es immer wieder im Leben Situationen gibt, wo du denkst, es geht nicht weiter, aber es geht einfach weiter. Aber ich möchte euch sagen, dass ich das verstehen kann, dass ihr so fühlt. Und ich möchte euch auch sagen, dass es ganz, ganz viele Suizide gibt, die Erfolg haben, ja. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es aus meinem familiären Umkreis. Ich habe damals nichts von Narzissmus gewusst. Meine Familie ist zum Teil von väterlicherseits damals nach Australien ausgewandert im Krieg und meine Oma, die hat 7 Geschwister und davon sind 4 ausgewandert und also meine Großcousine ist vor über 30 Jahren an einen narzisstischen Partner geraten und der hat sie zum Sex gezwungen, der hat sie gezwungen, beim Sex zuzuschauen mit anderen Frauen. Er hat sie gezwungen, auch mitzumachen. Und ja, sie hat dann versucht, sich das Leben zu nehmen, ist in die Psychiatrie gekommen und damals ist er dann in die Psychiatrie gegangen und hat gesagt, ich hole meine Frau da raus, ich passe auf meine Frau auf. Und sie wusste ja, was ihr blüht, ja. Und das hat sie zum Anlass genommen und hat sich in dem Haus erhängt mit der Hundeleine ihres Hundes, ja. Dort in Australien ist einfach das Thema Narzissmus viel, viel weiter wie bei uns oder auch narzisstischer Missbrauch, ja, toxische Beziehungen allgemein. Das ist ein viel verbreiteteres Thema als bei uns. Und ich möchte euch einfach sagen, dass ja, wenn ihr diese Gedanken habt, das nicht mehr aushalten zu können, ich das total gut verstehen kann. Aber ich möchte euch sagen, dass wir zusammen diesen Weg finden werden. Versucht es bitte, bitte auszuhalten und auch wenn ihr diese Gedanken habt, geht zum Arzt, berichtet ihm darüber und man kann euch helfen, auch ohne dass ihr gleich stationär aufgenommen werden müsst. Ja, also mir wurde auch geholfen und ich bin zwar stationär gewesen, aber nicht deswegen. Ja, es ist mittlerweile bewiesen, dass leider ganz, ganz viele Suizide damit zu tun haben, dass sie vorher verbal missbraucht wurden oder auch narzisstisch missbraucht wurden. Also einfach anhand der Auswertung der Familienmitglieder, was zum Teil passiert ist. Ja, und das kann ich mir auch rege vorstellen. Ich meine, die Opfer können nicht mehr darüber reden, aber es ist ja ganz klar, dass es Menschen gibt, die nicht so stark sind, da wieder rauszufinden, sondern die einfach die Kraft nicht aufwenden können und die dann den Mut verlieren. Und ich glaube nicht, dass ich das erklären muss, wie sich das anfühlt, wenn man die Kraft nicht hat. Das wissen wir, glaube ich, alle ganz besonders, ja. Und es ist so, dass ihr ja durch diese Misshandlung auch in der posttraumatischen Belastungsstörung seid, ja. Also ihr könnt es vergleichen mit Naturkatastrophen, mit Kriegen, mit Unfällen, mit sexuellem Übergriff, mit einem sexuellen Missbrauch, ja. Und das ist einfach eine Hilflosigkeit, in der ihr euch da befindet. Und es ist ganz klar, dass ihr irgendwann keine Kraft mehr habt, da auch alleine auszusteigen. Das kann ich total gut verstehen. Und es gibt aber Hilfe. Holt euch diese Hilfe, ja. Und ich kenne diese Ängstlichkeit, dieses ständig angespannt sein, dieses ständige unter Druck stehen. Irgendwann kann das der Körper auch nicht mehr verarbeiten. Und das ist ja auch eine ganz normale Reaktion. Du bist ja bis in die Grundfestigkeit deines Körpers erschüttert, ja. Und da ist es klar, dass dein Körper dir irgendwann signalisiert und zeigt, dass du keine Kraft mehr dafür hast. Woher sollst du die Kraft auch noch nehmen? Du wirst die ganze Zeit runtergebuttert, du wirst fertig gemacht, du sollst deinen Alltag geregelt bekommen, du hast vielleicht noch Kinder, du musst dem Menschen aktuell ja noch dienen. Ja, man muss es ja als dienen bezeichnen, weil es ja die gleiche Form ist. Ja, wo sollst du die Kraft und die Kapazität hernehmen, stark zu sein? Aber wichtig ist auch in dieser Situation auf euch zu achten, ja, weil ihr seid in dem Moment natürlich auch ganz, ganz anfällig
für Drogen, für Alkohol, vielleicht auch für Tabletten, an Missbrauch an Tabletten, einfach, dass ihr euch beruhigen könnt. Also passt da bitte ganz, ganz gut auf euch auf, weil ihr seid ja aktuell auch in einem Suchtkomplex drin, ja. Ihr seid ja in einer emotionalen Abhängigkeit und wichtig ist, ganz gut darauf zu achten, dass ihr das nicht verlagert auf irgendwelche anderen Abhängigkeiten. Bei mir hat sich das durch meine fatale Essstörung geäußert. Also ich habe ja, wie gesagt, dann so radikal abgenommen. Ich hatte ja irgendwann nur noch 58 Kilo. Ich war ja wirklich nur noch ein Gestell. Ja, es war wirklich schlimm. Und ich weiß von vielen von euch, die auch an Essstörungen leiden. Also ich habe dann irgendwann wirklich das Gefühl gehabt, ich kann nichts mehr runterbekommen. Bei jedem Bissen, den ich schlucke, ersticke ich. Also auch das ist auch ein ganz klarer Hinweis, wenn ihr Essstörungen habt, dass da ganz gravierend psychisch was zugrunde liegt. Und jeder, der das nicht in natura erlebt hat, der kann einfach nicht nachempfinden, was euch da passiert. Ja, ich höre immer wieder, ja, das ist alles vielleicht so dramatisiert und vielleicht ist das alles zu aufgebauscht. Überhaupt nichts ist daran aufgebauscht, ja, weil niemand, der dieses Gefühl jemals erlebt hat, es nachvollziehen kann, wie es dir in der Situation geht, wie hilflos du da bist, wie seelisch am Ende du bist, ja, und lasst euch das auch bitte von keinem einreden. Ich bitte euch genau auf das, was eure Intuition sagt, was euer Bauch sagt, hört da drauf, versucht darauf zu hören, ganz egal, was alle anderen Menschen in eurem Umkreis sagen, ihr fühlt es, niemand sonst, es ist euer Gefühl. Und du bist ja körperlich und psychisch einfach auch an einem Tiefpunkt angelangt, wo du wirklich merkst, also wenn sich jetzt, also so ging es mir auch in der Kirche damals, ich habe jetzt nur die Chance, entweder es tut sich was oder ich überlebe das nächste Jahr nicht. Und da möchte ich euch sagen, wenn ihr an diesem tiefen Abgrund steht, wo wirklich gar nichts mehr geht, ist es so, dass auf einmal, und das habe ich in Büchern nachgelesen und es ist mir ja selber wirklich auch passiert, dass ich auf einmal gedacht habe, okay, schlimmer kann es nicht kommen. Aber wenn ich aus dieser Beziehung rausgehe, kann es nur noch für mich bergauf gehen, weil tiefer unten wie unten geht nicht. Ja? Und von daher hast du nur die Option, wenn du dich trennst, siehst du irgendwann wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Wenn du aber in der Beziehung verbleibst, wird es niemals enden. Es ist nämlich so, dass dieser narzisstische Missbrauch immer schlimmer wird. Und ihr dürft nicht vergessen, dass euer Kopf ja trotzdem noch gut funktioniert. Das heißt, der reflektiert ja alle die Dinge, die dir widerfahren, reflektiert er ja immer wieder. Ihr kennt diese Endlosdauerschleife. Ja? Die reflektiert, der reflektiert, der reflektiert. Und durch dieses Traumata wird dieser Schmerz, den ihr immer wieder spürt, wird verschlimmert. Also es ist nicht so, dass ihr irgendwann denkt, okay, es lässt euch irgendwann kalt, weil es einfach zu viel ist. Nein, im Gegenteil, dieser Schmerz des Traumas wird immer schlimmer. Und dadurch ist es ja so, dass Adrenalin in deinem Körper ausgeschüttet wird. Ja? Und dieses Adrenalin tut die Amygdala im Gehirn, das ist die Funktion, die Angstfunktion im Gehirn, wird durch dieses Adrenalin immer wieder angeregt, angeregt, angeregt. Und was resultiert daraus? Ihr bekommt Panikattacken, ihr seid immer in Alarmbereitschaft. Ja? Ihr müsst euch das vorstellen wie bei einem Neandertaler, der, wenn die Amygdala angeregt ist, kam Mammut, ja, da musste er rennen, rennen, rennen. Und so ist das bei euch auch. Diese Amygdala ist aktuell immer noch in dem menschlichen Körper vorhanden. Und wenn zu viel Adrenalin ausgestoßen wird, wird die immer wieder in Alarmbereitschaft gesetzt. Und aus diesem Grund ist das auch irgendwann lebensbedrohlich. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das niemals geglaubt, bis ich dann letzten Endes 2018 in der Klinik gelandet bin, weil mir eine Ader im Kopf geplatzt ist und ich einfach nur Glück hatte, dass diese Ader nicht im Stammhirn geplatzt ist, sondern nur im Seiten, also in den Seitenteilen, und kann euch nur bitten,
Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Ich muss seitdem Tabletten nehmen, die werde ich auch mein ganzes Leben lang nehmen müssen, damit einfach diese Funktion des Gehirns, also dass das nicht mehr so anschwillt, weil es ja auch immer wieder angeschwollen ist, wenn du dich so aufregst. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich maßgeblich wirklich meine Denkweise auch ändern musste. Und deswegen kannst du dir vielleicht immer wieder sagen, dass die Trennung zwar schlimm ist und die wird dich auch zerreißen und die wird dich auch an den Rande des Unaushaltsamen bringen, aber es gibt dann ein Ende. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch hoch und heilig. Es gibt dann ein Ende. Und dieses Ende findet ihr nicht, wenn ihr in dieser Beziehung bleibt. Und durch das Auseinandersetzen und dieses Thema ausklabustern und sich mit euch selber befassen, dadurch werdet ihr einfach viel, viel stärker. Und auch ich habe das nicht geglaubt, als mir das damals jemand gesagt hat. Aber ich kann es euch einfach sinnbildlich vielleicht zeigen, dass es wirklich so ist, dass ihr eine Stärke daraus zieht, die ihr jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht fassen könnt. Und du kannst ein neues, selbstbestimmtes Leben erlernen. Und da achte ich wirklich auf das Wort erlernen. Weil es kommt nicht angeflogen. Du kannst nicht auf einmal ein neues Leben dir ausdenken und leben. Nein, du musst es wirklich erlernen. Und das ist, wie ich es schon in anderen Videos gesagt habe, immer wieder eine Neuprogrammierung des Gehirns. Ich habe dazu Skills. Das hat mir die Miriam empfohlen. Ich habe mir das mal durchgelesen. Und zwar nennt sich das Arbeiten mit Skills, dass du gewisse Situationen in Konflikten besser damit umgehen kannst. Und um die Skills anzuwenden, ist es wichtig, dass du einfach offen bist. Ja? Dazu musst du Techniken üben. Und zwar ist es so, dass du dich in gewissen Situationen einfach ablenken kannst, beziehungsweise nicht mal ablenken, sondern einfach eine neue Situation erlernen kannst. Wie du aus einer Gedankenschleife aussteigen kannst und deine Gedanken neu programmieren kannst. Und du musst einfach mal rausfinden für dich, welche Skills dir da am besten helfen. Also es gibt unterschiedliche, ich habe natürlich nicht alle aufgezeigt, ich habe mal so das Einfachste und was mir so am logischsten erscheint, aufgezeigt. Und zwar sind das Skills, wo du aktiv sein kannst, wo du andere zum Beispiel unterstützen kannst, wo du etwas vergleichen kannst, wo du Gefühle ersetzen kannst. Und wo du einfach die Gedanken ändern kannst. Ja? Und ich möchte diese Erfahrung nicht mehr missen. Ich habe das tatsächlich damals auch in der teilstationären Klinik gemacht. Das ist mir jetzt auch durch die Miriam erst bewusst geworden, dass ich ja damit schon gearbeitet habe. War alles weg aus meinem Kopf, seht ihr mal wieder. Also es war alles weg. Und ja, ich wollte da noch zu sagen, genau, diese Skills gehen noch weiter. Dich selber beruhigen, zum Beispiel, wenn du mit deinen Sinnen arbeitest, ja, wenn du was siehst, schmecken, fühlen, hören, riechen und die Augenblicke verändern. Also wenn du dich in einer negativen Situation befindest, ja, dass du dich wirklich bewusst in eine andere Situation reingibst. Das würde ich dann nochmal in einem separaten Video machen. Wenn du Lust hast, dir das anzugucken, würde ich mich ganz, ganz doll freuen. Das mache ich jetzt auch gleich im Nachhinein, aber ich denke, das ist einfach zu lange, um das jetzt an das Video anzuhängen. Deswegen habt ihr dann die Möglichkeit, eventuell euch das andere Video, wenn da Interesse besteht, nochmal anzuschauen und damit dann zu arbeiten. Ich verabschiede mich erstmal bei euch und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wie gesagt, Dienstag werde ich so ab 10 nach 6 live sein. Ich muss meine Tochter noch zum Tanzen fahren und werde ab 10 nach 6 live sein und werde euch dann auch noch mal weiteres berichten können wegen der Talkshow am Freitag. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr vielleicht Menschen das empfehlen könntet, die es auch betrifft, wo ihr eventuell denkt, die könnten in der ähnlichen Situation sein. Und ja, wie gesagt, alle Fragen, ihr wisst es, ihr dürft mich jederzeit kontaktieren, Fragen stellen, jederzeit. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Eure Svenja. Tschüss.